Wir sind hier in der Kabinenfabrik in Frankreich, die zur Werft gehört. In dieser Halle werden die Modellkabinen präsentiert. Und das ist einer der wichtigsten Tage im Bauprozess für die Kabinen, weil wir vorher immer nur die Kabinen auf Papier gesehen haben, auf irgendwelchen 3D-Ansichten. Und hier sehen wir sie zum ersten Mal in echt. Was auch sehr wichtig ist, ist, dass hier auch zum ersten Mal alle Beteiligten in einer Runde diesen Raum gemeinsam inspizieren. Die Geschäftsführung, das Produktmanagement, die Hausdame, die zuständigen Ingenieure, die Elektriker, alle kommen zusammen, damit wir am Ende des Tages eine Kabine haben, wo wir sagen, die ist 100% perfekt. So soll das später auf dem Schiff gebaut werden. Wenn man sich hier an irgendetwas stößt und stört, was hier nicht funktioniert, ja, und man behebt das zum jetzigen Zeitpunkt nicht, dann wird dieser Fehler oder diese Schwäche wird dann entsprechend 141 Mal repliziert und dann ärgert man sich im Zweifelsfall 141 Mal darüber. Besonders wurde Wert gelegt, dass wenn wir Materialien verwenden, dass sie sehr hochwertig sind, also sei es bei den Stoffen, sei es bei den Wänden, die mit einer Schiffbaufolie bespannt sind, die aber so einen Seideneindruck hinterlassen soll, die dafür extra angefertigt wurde. Auch viele der Stoffe sind extra angefertigt, genauso wie der Teppich auch, wo wir hier mit diesen eingefrästen Linien arbeiten, was sehr ungewöhnlich und, glaube ich, bis jetzt auch einzigartig auf Kreuzfahrern ist. Hier haben wir jetzt eine Situation, die wir uns nochmal sehr kritisch angeschaut haben. Das sieht man schon so, dass es sehr eingequetscht ist alles. Das heißt, wir werden hier den Tisch seitlich kürzen und haben auch dann entschieden, uns von der Schublade zu trennen und hier lieber eine Ablagefläche zu machen, dass man das eher Sideboard nutzen kann, wo man eine Zeitschrift mal hinlegen kann oder auch ein Buch, um das etwas offener zu gestalten und hier, dass der Vorhang besser fällt und dass das nicht direkt am Sofa anschließt. Das ist so die Idee daran, an dieser Veränderung, die wir hier vornehmen werden. Ist toll, ist ganz, ganz hervorragend geworden. Sehr, sehr praxisbezogen eingerichtet, viel Stauraum, tolle Kabine. Es wird wirklich darauf geachtet, dass man überall mit der Hand auch noch zwischenkommt, um alles reinigen zu können. Ich bin sehr, sehr beeindruckt. Wir haben alle Kommentare zusammen, es gab ein paar kleinere Änderungen und die Werft weiß jetzt, was zu tun ist. Douglas Ward ist heute hier, um uns noch mal ein wenig zu helfen im Hinblick auf Detailgenauigkeit und Detailperfektion, was die Suiten angeht. Er ist einer der Personen, wenn nicht die Person, die die Branche so gut kennt wie kein anderer, der insofern auch weiß, woran sich Gäste stören, was gerne Gäste heutzutage sehen und der vor allem auch weiß, was bei anderen Anbietern im Detail heutzutage geboten wird. Und da ist er in dem Zusammenhang einfach ein unglaublich wertvoller Ratgeber. If you ask my wife, I know what she's going to say. She's going to say, I would want to change the color. But she likes, she would definitely like the mauve and the aubergine effect. I'm not so sure if she would like the change of effect. But actually now I like it. I've been in for about 2 minutes now and I quite like it. Wir sind mit Herrn Ward jetzt 2-3 Stunden ganz intensiv durch die Suiten gegangen, haben unterschiedliche Details uns angeschaut. From what I've seen so far, I think the design has done a really nice job of trying to fix in many, many details. I do like the colors and I like the sense of space because we're talking about people spending a considerable number of days in these units.
So they have to be made to feel as if they've got a very nice living space. And I do get that impression.